Die Anzahl der Asteroide ist jetzt nicht gleich mit zunehmendem Abstand von der Sonne, sondern unterliegt starken Schwankungen. Und das ist, was in diesem Plot hier dargestellt ist. Auf der X-Achse ist hier der Abstand von der Sonne in astronomischen Einheiten dargestellt. Und auf der Y-Achse die Anzahl der Asteroide von einer Auswahl an Asteroiden und deren Orbitalparametern. Und was man jetzt sieht, sind einige Peaks, zum Beispiel hier bei vielleicht 2 astronomischen Einheiten, dann hier hinten bei Jupiter gibt es nochmal einen kleineren Peak, aber dann einige sehr hohe dazwischen. Und ein paar kleinere und so weiter. Aber besonders wichtig dann diese Lücken, die sich zwischen den Peaks auftun. Und diese Lücken, die sind es nicht irgendwo, sondern an ganz bestimmten Stellen. Und zwar an sogenannten Resonanzen. Also sowas wie 1 zu 2. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, dass in der Zeit, in der Jupiter einmal um die Sonne läuft, ein Asteroid zweimal um die Sonne läuft. Und die sich dann, deren kürzeste Distanz, sich wieder an der gleichen Stelle treffen. Und es gibt nicht nur eine 1 zu 2 Resonanz, sondern auch noch vielleicht eine 3 zu 4 Resonanz, also Jupiter dreimal um die Sonne, der Asteroid viermal um die Sonne oder 1 zu 3, also Jupiter einmal rum, ein Asteroid dreimal rum und so weiter. Also diese Zahlen, die hier dargestellt sind, sind alles unterschiedliche Resonanzen und die Lücken befinden sich immer an solchen Resonanzen. Was bedeutet das jetzt und wie führen diese Resonanzen zu den genannten Lücken? Also das Ganze funktioniert dann wie folgt. Wenn hier innen die Sonne ist und hier ein Asteroid und hier Jupiter. Und jetzt nehmen wir mal die 1 zu 2 Resonanz. Das heißt, der Asteroid macht 2 Orbits hier um die Sonne und in der gleichen Zeit Jupiter ein Orbit. Und dann treffen die sich wieder hier an der genau gleichen Stelle. Und jetzt, da Jupiter sehr groß ist, zieht er diesen Asteroiden gravitativ ein kleines Stück nach außen. Das heißt, der Orbit verändert sich. Und dieser Asteroid macht jetzt wieder seine 2 Orbits um die Sonne und auch Jupiter macht seinen Orbit um die Sonne. Der hat sich nicht verändert, der Orbit. Jupiter ist sehr groß im Vergleich zum Asteroiden. Da ist kein großer Einfluss. Nach den 2 Orbits wird dieser Asteroid wieder ein Stück nach weiter außen gezogen. Nach hier macht wieder seine 2 Orbits und Jupiter wieder seinen ein. Und die befinden sich wieder nah beieinander. Das heißt, er wird wieder nach außen gezogen und so geht das ganze Spiel weiter. Wichtig ist dann hier der Nettoeffekt. Das heißt, ursprünglich war der Asteroid hier und der wurde dann ein ganzes Stück hier nach außen gezogen. Das heißt, der Orbit dieses Asteroiden hat sich sehr stark nach außen verändert. Und gleichzeitig ist an der Stelle, wo er ursprünglich war, eben kein Asteroid mehr. Und das mit allen Asteroiden passiert, die dort ursprünglich mal waren, gibt es an der Stelle eben eine Lücke. Und das genau ist dann diese Kirkwood-Lücke, die wir dann an der Stelle eben sehen können. Also jetzt beispielsweise an genau dieser Stelle. Man kann es natürlich erwarten, dass man vielleicht weiter außen dann sehr viele Asteroide hat, die man hier gar nicht so sieht. Das kommt dann noch möglicherweise durch einen zweiten Effekt zustande, nämlich wenn es hier die Sonne ist und hier dieser Asteroid und hier Jupiter und jetzt nun nehmen wir noch die Erde dazu und die Erde läuft hier rum. Und dieser Asteroid, der wandert jetzt hier immer weiter nach außen und bekommt dadurch, dass sein ursprünglicher Orbit und wenn er weiter außen ist, kriegt er einen sehr viel elliptischeren Orbit, wie hier zum Beispiel. Dann sieht er so aus und wenn er noch weiter nach außen wandert, kriegt er vielleicht einen Orbit, der dann die Erdbahn kreuzt, weil er so elliptisch ist. Oder ein paar andere Asteroide, hier sind auch die ganzen Asteroide, die Asteroide kreuzt. Und was dann passieren kann, zum Beispiel der Asteroid kollidiert mit einem anderen Asteroiden und dann gibt es da einen größeren Asteroiden, der natürlich auch vielleicht seine Bahn durch die Kollision leicht verändert, aber dieser Asteroid ist aus dem äußeren Sonnensystem weg. Oder der Asteroid kann mit der Erde kollidieren, wenn die zufällig auch zu der Zeit an der Stelle ist und wir haben einen Meteoritenfall. Also das ist auch einer der Mechanismen, wie Meteorite zur Erde geliefert werden können. Vielleicht kleine Meteorite, aber vielleicht auch mal ein 10 Kilometer großer Asteroid, der dann in die Yucatan-Halbinsel fällt und
dort dann ein Massensterben eventuell auslöst, vielleicht sogar mit den Dinosauriern. Aber das ist es, wie die Kirkwood Gaps funktionieren und der Mechanismus dahinter, wie die entstehen.